Servus Freunde, herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge des Car-Mechanik Simulators. Wir schauen jetzt mal, was bei dem Wagen so ansteht. Bauteil wurde nicht gefunden, dementsprechend setzen wir gleich mal hier auf den Diagnosepfad, weil den haben wir schon. Der kommt gleich mal da rein. Bei dem wissen wir, was wir wechseln müssen, und zwar Ölfilter, Kraftstofffilter, Luftfilter. Und dann holen wir uns gleich noch den nächsten Auftrag rein. Und zwar, da haben wir schon einen Mazda, und zwar den RX3, den nehmen wir gleich mal an. Da haben wir jetzt den wunderschönen Mazda RX3, hoffentlich mit Wankelmotor. Oh ja, das sieht mich nach einem Wankelmotor aus. Ja, es ist einer. Jawohl. Ja, den werden wir jetzt dann als nächstes angehen. Was hat denn der für ein Leiden? Was hat denn der für Leiden? Hat er eine Liste dabei? Der Motor arbeitet ungleichmäßig. Der Motor gibt seltsame Geräusche von sich. Der Motor muss ausgewechselt. Die Steuerung muss ausgewechselt werden und Probleme mit dem Bremsen. Ja, da werden wir, glaube ich, eine Probefahrt schmeißen müssen. Erstmal aber hier die Filter tauschen. Also zum Glück eine Arbeit, die schnell erledigt ist. Oder so halbwegs schnell erledigt ist. Da sind mir halt immer die alten Autos ein bisschen lieber, da nicht die blöden Klammern sind. Dann gehen wir gleich mal hier beim Tablet rein. Schreiben hier Filter rein und dann haben wir einmal hier den Kollegen, den wir brauchen. Wir brauchen einmal den Luftfilter und einmal den Kraftstofffilter. Tja. So, das war gerade meine Schwester, die fährt nämlich zu ihrem Freund. Die hat mir nur gerade Bescheid gegeben, er wollte eigentlich den Hund hier zwischen parken, unter Anführungszeichen. Aber der wollte halt nicht, der ist nicht gern bei mir im Zimmer, das mag er nicht so gern. Ja. Geht da davon die Welt auch nicht unter. So, wir setzen jetzt hier noch die ganzen Klammern. Eins. Zwei, drei. Vier. So, dann den Kraftstofffilter noch rein. Dann hoch mit dem Hobel, damit wir noch den Ölfilter tauschen können. Und währenddessen können wir gleich mal hier auf den Diagnosepfad reingehen. Lass mal nämlich den Kollegen mal hier nach vorne fahren. Warte mal, wo ist da der PC? Wo ist der PC? Hier ist der PC. So, schauen wir mal, wie sie so die Bremsen vorne arbeiten. So. Da haben wir auch über 60. Oh, weh, da schüttelt das ordentlich, das ist auch ordentlich durch hier. Auch über 60. Also die Bremsscheibe ist ja im Arsch, haben wir jetzt gerade mitgekriegt. Währenddessen dürfte auch der Wagen hier oben sein. Wir machen mal hier ein Thumbnail für diese Folge. So, ihr habt jetzt zwar die Einblendung hier, aber das stört ja soweit nicht. Mal hier raus mit dem Filter, dann einbauen. Dann wieder ein Filter. Ich glaube, meine Eltern sind gerade nach Hause gekommen. Ich schaue mal schnell nach. So, Entschuldigung für die kurze Unterbrechung hier. Ja, wenn ich dann denke, schneide ich es raus. Aber ich vermute mal, ich habe es nicht rausgeschnitten, so wie ich mich kenne. So, der neue Filter ist drin. Dementsprechend können wir den Auftrag hier beenden. Gibt nur Peanuts. Aber Peanuts sind auch besser wie nichts anderes. Wir bewegen den Wagen hier mal auf die Bühne. So, ein Stiegen laufen, das ist immer ja, unangenehm. So, den bewegen wir dann dafür in auf den Park. Nee. Ich bin dann auf die Einfahrtstelle, genau. Und dafür kommt der Kollege jetzt hier auf den Diagnosepfad. Alter Schwede. So. Dann machen wir das mit dem Mazda auch nochmal. Warum das der Motor unrund läuft, das kriegen wir sicher noch anders auch raus.
erstmal den Diagnosepfad absolvieren. So, dann schauen wir mal, was beim Diagnosepfad so bei rauskommt bei dem Mazda. Oh, wir den schütteln so ordentlich durch hier. So, dann werden wir wohl bald herausfinden, was der Kollege hier genauer hat. So, den legen wir gleich mal hier auf die Hebebühne. Dann heben wir den auch gleich mal an. So, dann der Zustand des Fahrzeugs. Das mit dem Motor haben wir nicht gefunden, ist irgendwo klar. Das hier können wir dafür alles markieren und hier bei der Bremssattel, ja, das andere sind wahrscheinlich einfach nur die Bremsklötze oder so oder die Bremstrommel, irgendwie sowas. Müssen wir einfach mal schauen. Ah, nee, so weit hoch wollte ich eigentlich gar nicht. Haben wir den wieder runter? Ich kann nämlich die Bremse ja unten auch reparieren. Weg damit, dann können wir leichter dazu hier. Gut, der ist ziemlich kompliziert. Schauen wir mal, ob wir den rausheben können. Irgendwo haben wir so einen Motorheber. Oder doch nicht. Haben wir den noch nicht? Gut. Wenn nicht, können wir eh nichts rausheben. Ich dachte, wir hätten den. Nee, da steht keiner rum. Da müssen wir eh da drin weiter rumfuchteln. Kommt die Tragerolle noch weg? Das kommt weg. Kurbelwellenriemenscheibe runter. Ah ja, genau. Jetzt müssen wir erst hier oben wieder die Klammern runter machen. Oh, wie ich die Klammern liebe, Leute. So, das raus, das raus. Schauen wir mal, ob wir jetzt alles haben. Checkliste, das Bauteil haben wir noch nicht. Da müssen wir es weitersuchen. Der Motor arbeitet ungleichmäßig. Ist eventuell hier eine Zündkerze im Arsch, wobei die sieht mich eigentlich alle relativ gut aus. Einfach mal zerlegen hier den Kollegen, es hilft ja eh nichts. Was jetzt gefunden? Luftfilter rot B. Jawohl. Dann gehen wir mal das Problem bei den Bremsen an. Schauen wir mal, ob hier ein Problem vorliegt. Wir wissen, dass irgendeine Bremse ein Problem aufweist, nur welche nicht. Dann müssen wir einfach hier mal zerlegen, weil wir haben halt nicht alles gefunden. Wobei, es könnte auch der Bremskraftverstärker sein, da oben drinnen. Warte mal. Schauen wir hier mal.
Das hat er 45%, das heißt, wir müssten wieder was gefunden haben. Genau. Bremstrommel, Bremssattel und Bremsklötze haben wir bis jetzt. Bremskraftverstärker, hat das Ding keinen? Belüftete Bremsscheibe war es auch nicht, oder? Nö. Das heißt, wir montieren hier wieder alles. Braucht das Auto eigentlich für Mindestzustand? Der tut sich's allemal. So. Rein mit den Schrauben. Rauf mit den Sportreifen. Ganz was Modernes hier, besitzt schon Sportreifen. Schauen wir mal, ob wir jetzt alles haben im Bereich der Bremse. Nö, nicht wirklich. Wir haben die Bremsklötze. Hä? Aber trotzdem fehlt noch ein Bauteil. Okay. So, dann kommt das alles drauf. Demontieren wir hier mal den Kollegen. Gut, die sind wirklich komplett im Eimer. Bauen wir hier mal wieder neu zusammen. Bremszylinder ist soweit gut. Bremsbacken auch. Gut, eine Bremstrommel müssen wir uns holen. Der Preis dafür ist eigentlich überschaubar. Schauen wir mal, wie es da drin aussieht. Ui, da haben wir schon die Bremsbacken sind's. Gehen wir gleich mal aufs Tablet, holen uns auch noch die Bremsbacken. So, dann ist schon mal hier, was die Bremse angeht, alles repariert. Am RX3, glaube ich, oder was das ist. Müssen wir mal schauen hier. Es ist ein. Steht nirgendwo. Doch, RX3, sage ich doch. Ja. Wir brauchen somit jetzt noch einen Luftfilter. Rot B, dann Servo Lenkerpumpe V6B und einmal die Zahnrad Rot A. Gut, kriegen wir sicher hin. So, da haben wir jetzt schon mal einiges. Wir haben einmal den Luftfilter Rot B. So, den haben wir. Dann haben wir, was auch noch im Arsch ist, das hier und das hier. Steuergehäuse ist noch im Arsch, oder? Irgend so ein Gehäuse vorne dran ist noch kaputt. Schauen wir noch mal kurz. Steuerkette, Wasserpumpe, Zahnrad. So, das ist und so wie die Servolenkungspumpe. Aber da müssen wir dann sowieso was anderes eingeben. Wasserpumpe, 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 Wasserpumpe. Ah, da ist eh rüber an das Mazda-Zeichen dahinter. Schön. Da bei Rot-Beige nochmal. Nee, V6B war's.
So, jetzt müssen wir hier mal schauen, was ist denn das, was hier im Arsch ist. Sehen wir es hier von vorne weg? Nee, sehen wir nicht. Das war es alles nicht. Ah, die Wasserpumpe war es. Genau, die war's. So, dann gehen wir wieder mal dran, das Ganze hier zu einzubauen, wieder zu reparieren. Sozusagen einmal die Lichtmaschine wieder drauf. War eine gute. Die andere behalten wir uns mal, weil die reparieren wir dann. Vielleicht mal hier mit den langen Schrauben reingeschraubt. Ja, ich bin schon mal gespannt, wenn man so einen kompletten Rotormotor zerlegen, was da alles so bei vorkommt, wie das so aufgebaut ist. Zündverteiler drauf, dann Verteilerkappe drauf. Verteiler Kabeln drauf. Blöden Klammern drauf. Ne, die geilen so. Ich mag die ja über alles. Ölfilter drauf. Servopumpe ist. Ah, okay. Ich hätte die Servopumpe gebraucht. Hm. Gut. Eh nur die hier. Gut. Passt. Haben wir. Wir bauen nur noch was bei Bremsen angeht. Hier den Bremskraftverstärker. Auch nicht mal so günstig, das Ding. Ich glaube, jetzt haben wir es dann schon langsam. Haben wir noch den Lüfter dran, dann Sockel hier für den Luftfilter. Den Luftfilter an sich. Deckel drauf. Wieder mal meine beherzten Klammern. Du müsste soweit alles abgehakt sein. Jawohl, haben wir. Auftrag beenden. Was? Finde noch. So, sag mal, was fehlt. Im Auto fehlen Elemente der Aufhängung. Ah, ja, gut. Montagemodus, die Motorhaube muss natürlich auch noch drauf. Jetzt können wir den Auftrag beenden und da ist er auch schon weg. Den Kollegen schließen wir erstmal wieder die Motorhaube und moven ihn auf den Wagenheber. Dann holen wir uns den nächsten Auftrag rein und zwar hier den holen wir uns gleich mal hier. Und ich würde sagen, das nächste Mal machen wir mit dem weiter. Wir fahren den erstmal hier ein Stückchen hoch. Das nächste Mal holen wir uns auch hier den nächsten Punkt. Und ja, ich bin jetzt an dieser Stelle raus. Wenn ihr das Video gefallen hat, wäre natürlich ein Däumchen nach oben sowie eine Abo und eine weitere Empfehlung super. Ich bin jetzt aber raus. Ciao, Leute.